Ladies and Gentlemen, wir befinden uns mit dem heutigen Stream in einer GTA-RP-Sommerpause. Ich werde mit sofortiger Wirkung keine weitere Minute in GTA-RP verbringen bis zum September oder Oktober. Der Grund dafür ist, dass ich selber gemerkt habe, dass viel meiner Zeit dabei drauf geht, wie ich versuche, Leute zu finden, die dann eigentlich keinen Bock haben, irgendwas zu machen. Und dann fährt man so durch die Gegend und das ist sehr, sehr weird. Zusätzlich ein bisschen Sommerloch und so. Deswegen werde ich alle GTA-Sachen einstellen. Mit sofortiger Wirkung. Ich werde die Leute diesbezüglich auch informieren und sagen, hey, alright, lass uns das mal pausieren, weil es ist aktuell ein bisschen schwierig. Und werde dann gucken, dass ich im September beziehungsweise im Oktober damit wieder einsteige und vielleicht so ein bisschen nochmal frischen Wind reinbringe. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das einfach lame. Es ist einfach dumm. Es ist irgendwie so ein Krampf und ganz ehrlich, ist nicht so geil. Ne? Deswegen ist diese Ansage wichtig für Leute, die auf dem Gaming-Kanal jetzt warten, dass mehr GTA-RP-Videos kommen. Das wird nicht der Fall sein. Ich werde mal gucken, dass wir allgemein so ein bisschen Variety-Gaming reinbringen, aber GTA ist erstmal durch. Ne? Also ich sehe das eigentlich auch als vernünftige Sache, bevor man sich da komplett ausbrennt, einfach reinzugehen und jetzt einfach mal eine Pause zu machen. Ne? Und das wollte ich jetzt auch mal kommunizieren. Das habe ich gestern schon kurz kommuniziert. Und jetzt machen wir es so, dass wir da einfach mehr Talk-Content machen, ein bisschen mehr vielleicht Variety-Gaming, dass wir so ein bisschen in der Blase bleiben und da so ein bisschen reingehen. Ne?